Moin Moin, hier ist mal wieder Bernhard von Lenzburg. Ich grüße euch. Wie ihr seht, geht weiter auf die AGS-Map, neue Zeit. Und da ist ja gestern von Volvo da die neue Baumstumpffräse rausgekommen. Und die habe ich mir gekauft mit dem Volvo. Ja, ein Südfrachtlader, das ist ja mehreres zusammen, der Volvo. Forstbereich. Hier kommen wir runter zum Hexelgut, zum Biokraftheizwerk. Ich habe hier für Hexelgut die zwei Ablagestellen, einmal das Papierwerk und einmal, was mir jetzt das Biokraftheizwerk im Kursplay eingerichtet. Rüber, dann gleich hinten links, und dann sind wir schon fast da. Gesehen habt, dass auf der rechten Seite ist ja der Shop, wo man alles kauft. Und hier geht es jetzt gleich links zum Heizwerk rein. Ist ja das immer so eine langwierige Geschichte, immer ein Kursplay dafür einzurichten. Das dauert immer eine ganze Zeit. Also erstmal mal den Trailer voll zu kriegen und dann ein Kursplay einrichten. Und dann nimmt man das Video hier auf. Also das ist nicht immer so ruckzuck gemacht. Da vergeht es mal schon eine ganze Zeit. Hier sind wir seine Ablagestelle. Ich hoffe, dass er sie annimmt. Jo. Ist okay, ja. Aber mal gucken hier, was das... Na, hier stehen also so Stahlrohre. Was man da... Da ist also irgendwie eine Fabrik. Ist so, ich glaube, irgendwie eine Fabrik oder vielleicht auch das Heizwerk, ich weiß nicht genau. Aber irgendwas... muss man hier ja kaufen können oder auch verkaufen, außer die Hexelgut. Hier ist die das ist die Annahme, im Prinzip auch die Annahmestelle, wenn man rückwärts reinfährt, aber es ist einfacher hier von der anderen Seite reinzufahren. So, jetzt wollen wir gleich unsere neue Baumstumpffräse da einprobieren. Ich habe da gestern schon mit ein bisschen rumgespielt. Also die funktioniert einwandfrei. Ist auch ein schöner Mod. Also wird ja so in der Forstwirtschaft arbeitet. Können die Geschichte runterladen, also kann ich nur sagen, bewertet ja sonst eigentlich nie was, aber das hier ist 5 von 5 Sternen. Also im Volvo kann man einen Job danach vielleicht auch in der BGA nochmal gebrauchen, aber das werde ich dann sehen, wenn das soweit ist, wenn ich mich mal mit der BGA beschäftige. Das wird auch bald ins, wenn wir auch bald mal in Anspruch nehmen. Ich
Prinzip, also kann man eigentlich, man muss gar nicht die Fräse hoch machen, die kann man einfach am Boden lassen. Und dann kann man nur nach gucken, wie die Baumstümpfe sind und dann hinpacken und dann abschön abfräsen. So, das heißt ja, dass man eigentlich auch mal irgendwann mal die abgeholzten Baumbestand auch mal wieder aufforsten sollte. Und ich glaube, sonst ist das ganz schön hilfreich, wenn die Baumstümpfe alle weg sind. Ich habe die Fräse unten am Boden, werden wir einfach entlang und dann, sobald er ankommt, fängt er automatisch an zu fräsen. Ganz egal, ob die lang oder kurz sind. Wenn die lang sind, macht man die ein bisschen höher. Man kann von oben an der runter zu fräsen, aber diesen kurzen hier kann man eigentlich so dagegen fahren und dann wird er schon also glatt gefräst. Na gut, ich bedanke mich erstmal und sage ciao, ciao, euer Ben aus Flensburg, moin moin.